Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Heute geht es um den Ausspruch, wer sich immer Türen offen hält, braucht sich nicht wundern, sein Leben auf dem Flur zu verbringen. Das ist nämlich der Spruch jetzt da hinter mir und auch die vielen Türen, die da drauf hindeuten. Ja, das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil es ist ja sehr viel Wahres da dran, jedenfalls bei mir und vielleicht auch bei dir, denn wirklich alles oder das, was man gerne hätte, wirklich zu erreichen, hängt ja damit zusammen, dass man auch die eine oder andere Tür dann öffnet. Aber wir haben oftmals solche Ängste, auch diffuse Ängste, dass wir das nicht wagen und dann lieber bei dem bleiben, wo wir einfach sicher sind. Und da nehme ich mich gar nicht aus. Doch wenn wir etwas erreichen wollen oder wenn wir einfach ein Ziel haben oder einen Herzenswunsch haben, dann bleibt es nicht aus, die eine oder andere Tür zu öffnen und auch durchzugehen. Und in meiner Generation war es so, ja, bleib schön bei dem und pass auf das wenn du das machst, dann könnte die Konsequenz sein. Und ja, was habe ich dann gemacht? Dann habe ich mich ebenso auch angepasst verhalten, denn ich wollte ja nicht irgendwie was letztendlich provozieren oder bezwecken, wenn ich einen anderen Weg gehe. Aber in mir selbst war natürlich schon etwas da, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte doch raus, ich möchte doch mit Menschen etwas erreichen, ich möchte doch inspirieren, ich möchte doch was tun, ich möchte doch was bewegen. Und das habe ich erst ganz, ganz spät, erst in meinen 50ern, wirklich bin ich das angegangen. Und ich kann nur sagen, es ist so wichtig, sich dem auch mal zu stellen. Und der Atze Schröder, der ist ja ein Comedian, ein ganz großer sogar, der hatte mal gesagt, dass er als Kind und als Jugendlicher sehr, sehr schüchtern war und zurückhaltend war und sich gar nicht getraut hat, was zu sagen, was man ihm gar nicht zutraut, wenn man ihn so kennt, weil er ja die Menschen sofort zum Lachen bringt oder einfach ja, ein Infotainment gibt, sagen wir mal so. Und was war sein Geheimrezept? Das hat man ihn dann gefragt. Dann hat er gesagt, du musst immer ein bisschen zu deiner Angst hingehen. Und das ist so wahr, denn sonst bleiben wir eben da, wo wir sind und es verändert sich auch nichts. Und jetzt geht es natürlich darum, ist es eine Angst, die sich irgendwie aus dir entwickelt hat, die letztendlich wirklich, wo du sagst, das tut mir überhaupt nicht gut, oder ist diese Angst von außen zu dir gekommen? Also hast du mehr oder weniger gelernt, so mit bestimmten Dingen umzugehen? Und als ich das irgendwann kapiert hatte, dass nicht alles von mir auskommt, wo ich sage, das ist jetzt nicht das, wo ich mich wohlfühle, sondern dass es etwas war, was mir von meiner Herkunftsfamilie, von meinem Gewordensein mehr oder weniger immer wieder gesagt wurde, da habe ich gemerkt, okay, das ist eine angelernte Angst. Und sich auch von dem zu befreien, ist nicht so einfach, aber das zu erkennen. Und dann letztendlich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, liebe Angst, gut, du bist jetzt da, was willst du mir sagen? Ist gar nicht so einfach, wenn man dann in so einem Prozess drin ist, macht es aber leichter, wenn man dann für sich erkennt, okay, das gehört gar nicht zu mir. Und dann kann ich bewusst die Entscheidung treffen, ja, ich gebe es dir jetzt zurück. Klingt vielleicht alles sehr pathetisch, klingt alles sehr esoterisch, aber es ist energetisch sehr wirksam, weil wir uns dann von vielem unsichtbarem Ballast einfach mehr und mehr befreien können. Und das wünschen wir uns doch letztendlich alle. Und von daher ist es so wichtig, dass wir uns in jeder Situation, wo wir dann sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen soll. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Weg gehen soll. Oh Gott, oh Gott, was wird denn da jetzt dann passieren? Sich wirklich mal fragt, ob diese Angst wirklich real ist auch, weil es ist ja meistens in unserem Kopf. Aber vor allen Dingen, ob sie aus deinem Inneren kommt oder ob sie wirklich mehr oder weniger dir immer wieder gesagt wurde, dass du dich davor schützen solltest. Und dann kannst du entscheiden, okay, nee, jetzt bin ich dran, jetzt gebe ich diese
Angst, dieses niedere Gefühl, was ja damit verbunden ist, zurück. Und es ist wirklich eine Übungssache und ich bin da nach wie vor auf der Übungsmatte. Ich bin da überhaupt nicht frei von vielen Dingen. Aber ich bin mehr und mehr auf dem Weg und das ist der Unterschied. Und dazu lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Ja, wenn du magst, lass mir doch deine Kommentare hier, gib mir dein Feedback und ich freue mich drauf. Also, bis nächste Woche. Tschüss.